Wenn ihr wissen wollt, ob auch ihr höhere Erlöse bei eurer Produktion erzielen könnt, indem ihr Metallspäne und Schleifstein brikettiert, bleibt dran. In diesem Video stellen wir euch ein Unternehmen vor, das anderen Unternehmen hilft, ihre Ressourcen besser zu nutzen und damit bares Geld zu sparen. Ruf Maschinenbau verpresst verschiedenste Materialien zu Briketts. Wie ihr herausfindet, ob das auch für euer Unternehmen interessant sein könnte, erfahrt ihr in diesem Video. Das Unternehmen an sich ist vor über 50 Jahren von meinem Vater gegründet worden und seit rund 35 Jahren produzieren wir eben die Brikettiersysteme. Davon haben wir mittlerweile schon über 5000 verkauft, die weltweit im Einsatz sind. Also wir haben so einen Exportanteil von über 75%. Wir haben mittlerweile auch Niederlassungen in den USA, in Dänemark, in UK und in Slowenien. Aber wie gesagt, weltweit werden die Maschinen betrieben oder sind für unsere Kunden im Einsatz. Dabei produzieren oder sind unsere Maschinen nicht nur für die Holzbrikettierung im Einsatz, sondern auch für Metalle und andere organische und anorganische Materialien. Die Testpressungen sind im Endeffekt unser normales Vorgehen. Zu Beginn kommt der Kunde auf uns zu, er hat das und das Material und fragt an, ob wir das brikettieren können. Mithilfe eines Pressversuchs lässt sich ermitteln, ob ein Material brikettierbar ist, wie die Dichte der Briketts ist, welcher Brikettdurchsatz möglich ist und wie viel Kühlschmierstoff zurückgewonnen werden kann. Wir hatten die Möglichkeit, einen Pressversuch zu begleiten. Bei der Testpressung muss der Anlagentechniker zunächst einen Teil des Ausgangsmaterials wiegen und vermessen. All das wird dokumentiert, um den Kunden später die passende Brikettpresse empfehlen zu können. Bei diesem Versuch wurde Aluminium gepresst. Das Ausgangsmaterial hat über 56 Kilogramm gewogen. Die leere Tonne samt Palette wiegen nochmal 25 Kilogramm. Nach der Brikettierung werden die Briketts nochmal gewogen und vermessen. Jetzt wiegen die gesamten Briketts nur noch 46 Kilogramm. Das liegt daran, dass dem Aluminium während des Brikettierens ca. 10 Liter Emulsion entzogen werden konnten. Diese kann später wiederverwendet werden. Im Technikum von Ruf werden jährlich rund 500 Pressversuche für rund 250 Kunden durchgeführt. Wenn ihr euch auch für das Pressverfahren interessiert, hier oben findet ihr ein Video, in dem wir euch das Brikettierverfahren ausführlicher vorgestellt haben. Nach dem Versuch wissen wir, welche Drücke wir benötigen, damit es wirklich ein vernünftiges Brikett wird. Wir wissen sonstige Gegebenheiten vom Material, was wir beachten müssen und so weiter. Im Anschluss an diese Versuche kriegt der Kunde dann einen ausführlichen Pressbericht zurück, in dem steht dann alles drin, was für einen Druck wir benötigt haben, was für Maschine wir verwendet haben und so weiter. Und anhand von dem arbeiten dann unsere Vertriebsmitarbeiter entsprechendes Angebot für den Kunden aus, sodass er einfach Bescheid weiß, welche Kosten auf ihn zukommen und ja, wie es dann auch weitergeht. Wenn ihr eine kostenlose Probepressung anfragen wollt, findet ihr mehr Informationen über das Verfahren und Kontaktdaten von Ruf in der Infobox. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier oben verlinken wir euch ein Video über nachhaltige Fertigung von Großbauteilen und hier unten findet ihr unser letztes Video.